Freunde, bevor das Video losgeht, ihr könnt 20 Euro gewinnen. Für den Support will ich was zurückgeben. Einfach das Video liken, abonnieren, euren Lieblingsverein kommentieren und Hashtag 500, dann weiß ich, ey, ich will mitmachen und unbedingt auf Insta folgen, damit ich euch auch kontaktieren kann. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht, Freunde, grüß euch und willkommen zum 5. Stadion-Vlog auf diesem Kanal. Und heute ist es endlich angesagt, Freunde. Erste Bundesliga, Bayern 04 Leverkusen gegen Rasenballsport Leipzig. Ich hab Bock. Geiles Spiel, ich erwarte einiges, ich habe so Bock, Xavi Simmons zu sehen, so Bock, Wirtz zu sehen, so geile Kick hat er heute auf dem Rasen. Ja, Freunde, nicht wundern, für alle, die gerade neu einschalten, ich selber bin Duisburg-Fan und Bayern-Fan. Ja, schade, aber immerhin gegen Bremen 4-0 gewonnen, GGs. Und ja, mein Ziel ist es einfach, möglichst viele Stadien zu besuchen. Ich mache gerade aktuell so eine NRW-Tour mäßig. Ich würde mich über jeden freuen, der mich da auf diese Reise begleitet, in den Kommentaren. Ihr liked die Videos, ihr abonniert. Vielen Dank nochmal dafür. Ich gebe euch mal eine kurze Rückblende, was letzte Woche war. Freunde, ich versuche den Übergang. Du's, Mom? Ja, sehr schönes Spiel. Sehr gut. Ja, da hat sich auch Mama Pira gefreut, ohne Witz. Aber das war ja noch nicht alles, ne? Diese Woche war einfach perfekt. Selbst in FIFA, also wenn ihr FIFA-Content mögt und Stadion-Vlogs, gerne ein Abo dalassen. Road to 500 Abonnenten. Irgendwann machen wir die 1K voll. Aber wir hasseln weiter. Ja, in FIFA auch Glück gehabt, wie gesagt. Seht selbst. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Vlog. Warte kurz, ich gehe von unten nach oben. Bei dem 92 Pass, 87, 98 Schuss, no, ist das klar, 99 Dribbling? Nein! Was? Nein! Und damit guten Mittag, guten Morgen, wir haben jetzt 10.48 Uhr auf dem Samstag, Leverkusen, Bayer Arena ist heute der Plan. 30.000 umfasst die Bayer Arena circa und ja, Leverkusen wirtet rein. Sonst immer von Düsseldorf nach Leverkusen, Stadtmitte oder Leverkusen-Mitte aussteigen, 5 Minuten, 10 Minuten Fußweg, wir sind da. Aber ich habe gestern Nacht geguckt, ne, nach den Aufnahmen, ey, einfach reingewirtet, muss ich nur Umweg fahren. F an mich. Aber Freunde, Leipzig-Leverkusen, ich habe Bock. Da wollte ich noch mal generell was zu sagen, so bevor der Hate und in den Kommentaren zu groß wird. Bei mir ist das so, Leipzig wird ja viel, ne, gehatet und so. Ich kann es verstehen, was so diese Traditionsclubs, ihr Fans sagt. Aber ich bin da so, für mich ist das auf dem Spielfeld wichtig. Da sind geile Kicker, ich habe Bock Fußball zu sehen. War schon immer so. Und auch bei Leverkusen, ne, gibt ja auch viele, die Leverkusen nicht so mögen. Mich verbindet etwas mit Leverkusen, das erfahrt ihr noch in diesem Vlog. Aber ja, bitte nicht zu sehr haten und ja, was ich noch sagen wollte unbedingt, ihr motiviert so krass, ne? Eure Kommentare, deswegen bin ich jetzt jede Woche quasi unterwegs gefühlt, auch in Stadien, weil das war so, ihr müsst überlegen, am 7.7. habe ich diesen Kanal erstellt. Einfach am 7. Juli und dann auf einmal, mein Ziel war so 200 Abonnenten bis Ende des Jahres. Was macht ihr? Ihr nehmt alles auseinander. Wir haben jetzt schon fast 500. Und das war mein Jahresziel, als ich dann so vor 3 Wochen oder so 100, 200 hatte. Und jetzt, wenn wir 1K schaffen bis Ende des Jahres, GG's, erstmal super. Aber ja, um euch schon mal abzuholen, das ist viel mehr Arbeit, als es aussieht, ne, mit den Videos. Man denkt immer so, ja, der haut da jetzt ein Video raus, 15-Minuten-Vlog, 10-Minuten-Vlog. Und zwar sieht das so aus unter der Woche aktuell. Ich bin dann immer so um 6.30 Uhr unterwegs, ne, arbeiten so bis 18 Uhr bin ich dann wieder zu Hause, 18.30 Uhr kümmere ich mich dann komplett um YouTube oder Twitch, gerade die FIFA-Videos dann immer machen und ja, 20.30 Uhr, 21 Uhr bin ich dann fertig und dann geht es auch schon wieder in die Falle. So sieht meine Woche aus, von Montag bis Freitag und dann samstags einfach noch dieses Stadion-Vlog, der nimmt auch den ganzen Tag Props.
letzte Woche zum Beispiel, Bielefeld, komme ich um 2 Uhr nach Hause, um 7 Uhr war ich fertig mit dem Schneiden, kam das Video direkt online und dann streame ich dann Sonntag noch so um 11 Uhr, 12 Uhr bis 13, 14 Uhr die Weekend League zu Ende und dann habe ich Sonntag nachmittags quasi Zeit für mich, und weil ich bin so Dead Body Repo, ihr glaubt das gar nicht, ne? Das ist geisteskrank. Also ich soll mich nicht beschweren, versteht mich nicht falsch, ich will euch nur zeigen, was für ein Grind dahinter steckt. Und ich hoffe, ihr belohnt diesen Grind mit einem Abo. Macht ihr ja eh schon mit Likes und ihr kommentiert. Und diese Kommentare lese ich mir dann immer montagmorgens durch im Büro. Ne? Und der Montag ist dann für mich wie Freitag. Ohne Witz. Jetzt wollte ich mal losgeworden sein. Und ja. Ach ja, check den Mann übrigens ab, ne? Junior Cito. Unterstrich auch auf YouTube. Der guckt sich gerade mein Video an im Stream. Ist leider gerade nicht da. Ah, er ist back. Moin, moin. Fernseher sehr bläulich. F. Wir sind quasi so gerade das goldene Duo, was FIFA und Dings angeht. YouTube, der Mann hat mich motiviert, unter anderem überhaupt den Kanal wieder zu eröffnen. Lass dem Mann auch Liebe da, würde mich freuen. Da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich muss diese Szene hier nachdrehen. Ich habe die Szene vergessen, den Übergang quasi mit der Hand da vorne. Wir müssen gleich wieder zurück nach Düsseldorf springen, sonst ist meine Schwester sauer in dieser Handszene hier. Sonst ist die sauer, weil das war ihre Idee. Hab's gejoked. Erstmal zurück nach Leverkusen. Düsseldorf, sorry. Und angekommen in Düsseldorf, Freunde. Ich bin so Dead Body Report. Ich schwitze wie so ein Mastschwein, ohne Witz. Ich weiß nicht, ob ich 90 Minuten gespielt habe oder wohl eher zum Kühlschrank gelaufen bin. Es ist so schwül, geisteskrank, ne? Ich muss mir erst noch was zu trinken organisieren, wartet. So, zu trinken wurde sich organisiert. 2,80 Euro, Wucherpreise, ja, was ist zu machen? 2,80 Euro, geisteskrank. Warum ich hier mit so einer Jacke rumlaufe, Freunde, ich muss das als Tasche benutzen. Für Powerbank, Schlüssel, alles, ne, Portemonnaie. Muss mir mal so eine Umhängetasche organisieren, wäre glaube ich schlau im Leben. So, die ersten Leverkusen-Fans sehe ich ja auch schon am Bahnhof. Aber nicht nur die, auch so 1860 München. Die spielen nämlich in Duisburg heute. Fortuna spielt heute auch heim. Bin gespannt, was da geht. Sagt nur Leverkusen, wir fahren da jetzt gleich hin. Alles wird gut. Ja, alles wird gut. Doch wenn du alles verlierst, kannst du sagen, du hast alles probiert. Aber alles wird gut. Wenn du weinst, wenn du schreist, oh Gott, diese Zeit geht vorbei. Aber alles wird gut. Aufladen, erklärt mir mal diese Politik hier. Ihr geht hier hoch mit Rolltreppen, um da mit den Treppen dann wieder runterzulaufen? Zum Bahnhof? Falscher Ehrgeiz, sorry. Okay, Schere ist oben, ich habe die Gleise nicht gesehen. Sorry. Und da sind wir schon direkt angekommen, Freunde, mit dem Bus, und Opladen. Sonst immer ist eigentlich voll der entspannte Weg, da wollte ich noch so viel erzählen. Aber ja, riecht ihr das? Ich glaube, irgendwer hat gefurzt. Die Stadionluft meine ich natürlich. Einfach ein Meckes gegenüber, ne? Perfekt, da aus Leverkusen kommt. Was hat mehr Tradition als Leipzig? Kira natürlich wieder auf der falschen Seite. Wir müssen Tribüne West. Sorry, kleiner Seitenhieb an Leipzig. Wir gehen rein. Dann orientieren wir uns mal hier, ne? Seid mal her. Wir sind hier Ost, West, andere Seite. Hier rüber. 50 Euro hat übrigens der Lachs gekostet, ne? Karte, das wollt ihr mal wissen. Was mich mit Leverkusen verbindet, ist vor allem ein Mann. Grüße gehen raus an Dennis, ein alter Schulkollege. Keine Ahnung, kennt ihn seit der 6. Klasse, ne? Bis zur 11. damals Realschule. Der hat nämlich hier in der Nachwuchsabteilung gespielt. U12, U13 von Fortuna hier hingewechselt nach Leverkusen, hat uns da Karten organisiert gegen HSV damals. Da war noch ein Dennis Aogo bei HSV, bei Leverkusen, Bellarabi, Kiesling. War schon eine geile Zeit. Und ich war auch generell so 5-6 Mal schon in Leverkusen. Highlight war Atletico Madrid, Champions League. Griezmann habe ich gesehen, der hat ein Tor gemacht und seinen Jubel gemacht. Ihr kennt den Hasen. Und sonst ist mir aufgefallen, heute gegen Leipzig, und Leipzig habe ich zuletzt gesehen, gegen MSV. Da ist Duisburg leider abgestiegen in der Saison, aber hat gegen Leipzig gewonnen, immerhin. Da hat noch so ein Paulsen damals gespielt, ne? Und heute spielt er immer noch. Geisteskranke. Ich habe so richtig Bock auf das Spiel. Meine Prediction, ich sage 1-0, 2-0 Leverkusen. Würde ich mich freuen, aber ich ahne so ein 4-1 für Leipzig. Aber heute bin ich Leverkusen Ultra. Ja, sorry Leipzig. Freunde, wir sind drin. Hey, Bruch. Wegen der Powerbank muss ich meine Jacke jetzt, also ich habe meine Jacke direkt mit abgegeben, muss ich aufbewahren lassen, Digga. Das wird so ekelhaft nach dem Spiel da. Ich muss dann wahrscheinlich direkt nach der 90. verduften. Mann! Aber ich kann es verstehen, Powerbank und so. Am Ende werfe ich Xavi Simmons ab und dann Unfall. Hier kann man sich was zu essen holen auf Lok. Und wir holen uns natürlich jetzt den Schal für Mama Pira, als erinnerungsmäßig. Übrigens ist die wieder nächste Woche dabei. Wir gehen rein. War locker eine halbe Stunde da drin, aber wir sind jetzt Leverkusen Ultra. Man kennt ihn. Bayer Leverkusen schon immer in Bettwäsche geschlafen. Wir gehen jetzt rein, wir gehen hoch auf die Plätze. Hab ich Bock auf das Spiel. So, und wir steppen rein. Bundesliga, ich hab Bock. Bayer Arena, Leipzig gegen Leverkusen. Aber wir sitzen weiter oben diesmal, nicht so tief unten.
Und hier ist der Platz, Freunde. Platz 18. Das ist unsere POV auf Leverkusen gegen Leipzig. Leverkusen auf die 1. Sind noch gut 90 Minuten bis zum Spiel, aber ich liebe es so früh schon im Stadion zu sein. Hier saßen wir übrigens gegen die Hamburger, wo Dennis das erste Ticket organisiert hat und der Mann hier Balljunge war. Ja, nice. Aber was kann ich sonst noch sagen, Freunde? Die Transfers, ne, Leipzig, ich bin gehypt, ich habe Bock auf Xavi Simmons, habe ich euch schon erzählt. Und Cito schwärmt von Openda immer. Den mal in Real Life zu sehen, bin ich sehr gespannt. Ne? Die Transfers, die Leipzig gemacht hat, sage ich bis jetzt die besten in dieser Bundesliga-Saison. Aber deswegen auch ein bisschen zu sehr gehypt vielleicht. Ich bin gespannt, also ich selber sage auch, die werden Zweiter hinter Bayern. Ja, sorry, auch wenn das 3-0 wehgetan hat letzte Woche. Ansonsten bei Leverkusen freue ich mich auf Granit Xhaka. Ich mag den sehr, weil in Gladbach habe ich den gefeiert und Arsenal ist sehr gereift, Kapitän geworden. Cooler Transfer. Und ja, aber was mich ein bisschen gebrochen hat, waren diese ganzen arabischen Transfers. Ne? Da habe ich ein bisschen Angst gehabt bei Diaby, aber immerhin geht der jetzt nach England. Aber der Mann muss auch Champions League spielen, finde ich, ey. Ohne Witz. Ansonsten gab es hier genug Transfers. Überleg mal diese Woche, Zumba Neymar. Nossa, Nossa. Ja, der Mann hat mich gebrochen, aber ich kann es verstehen. Aber noch ein, zwei Jahre, Bro, wäre doch nice gewesen. So, weißt du, was ich meine? Aber machst du nix, machst du nix. Wir konzentrieren uns heute auf das Spiel. Here we go. Hier sind die Leipziger unter anderem, ne? Die sitzen direkt hier neben uns. Hier, den Mann hier vorne, habe ich mal gefragt, ob ich dem ein paar Bilder machen soll. Hab ein paar Bilder gemacht für den, von ihm. Hat ein paar Selfies gemacht. Aber man weiß ja immer, ne? Bilder sehen dann nice aus. Und die Leipziger gucken sich den Platz an. Der wird bewässert. Da kennen wir doch ein paar, oder? Da kennen wir ein paar. Ja, wie ist denn das? Timo Werner, Junge, Timo Werner! Und die Leipziger kommen rein. Mama! Leverkusen pressen hoch. Ich bin gespannt, wie lange die noch durchziehen.
den Alpen aufnimmt. Zweite Halbzeit geht nur noch, Freunde. Oh, was ein Pass auf Nico Börner. Nein! Ja, Junge!
Scharkan nur nach links. Kurz, kurz. Ja? Komm. Wo ist der Belgier? Weiter wird nachher Retain. Victor
on fast. Die müssen wir uns merken. Sie steht da vorne dran. Oh, was hast du fertig gemacht? Ja, weg. Die Jacke haben wir wieder. GG's. Geiles Spiel wieder. Ne? Ich glaube, so langsam, ich bin Glück ohne Witz. Wo soll ich als nächstes ins Stadion? Schreibt das in die Kommentare. Ansonsten liked das Video, abonniert den Kanal. Geile Spieler gesehen. Ey, dieser belgische Stürmer. Ne? Wow. Wow, wow, wow. Ich habe so Bock auf den in dieser Saison. Ansonsten, ne? Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, macht mit, kommentiert. Hashtag 500, euer Lieblingsverein. Supportet rein, nimmt das Video auseinander. Haut rein und. Yeah, I got 1 grand on my dummy up on. Who caught a million, my go yard though. I win the game, so you still got a show. Born with the drip and just learn how to hustle.
Look at your bitch through these DL by focus. I get me some hands, she been that shit over.